Jo, was los mit euch? Servus, ich bin der euer Spongy. Und ja, ihr seid im Hintergrund das Spiel, wo ich nie mehr zocken wollte. COD Advanced Warfare. Advanced fucking Warfare, Alter. Und naja, das ist halt so, ne? Ich habe ja im letzten Video gesagt, dass ich das eigentlich nicht mehr anrühren wollte. Ne? Aber da ist er jetzt, habe ich halt herausgefunden, dass mal ein klassischer Modus für ein Spiel kann, also sprich, jetzt ohne den Hochspringen, ohne den Exo-Möglichkeiten halt, so wie früher halt, stinknormal Herrschaft oder Abschluss bestätigt oder sowas. Aber ich mir gedacht, nee, bringst du halt immer so Folgen, vielleicht wenn der Zeit der Gameplay der spielst. Und jetzt aufs Gameplay zuzukommen, das war scheiße. Und wir kommen alle in den Game. Kann anscheinend Scores reißen. Dafür gibt mich ja jeder recht, der wo das Spiel zockt. Wenn er nicht totaler Überbro ist. Und da gibt es halt wenig, glaube ich, in dem Game. Und da macht es irgendwann auch mal wegen der Fun. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt so, du kannst überhaupt nicht spielen. Ich meine, mit dem Zweikampfverhältnis sprechen es viel an. Es ist ein wenig unfair, finde ich, wenn da jetzt an siehst, schießt ihn da vor allem als erstes an und du fragst trotzdem. Das ist ein wenig, weiß ich nicht, irgendwie ein wenig komisch. Und da hat mich jetzt gerade auch nicht geboxt, Alter. Während ich das Zeug doch schon geschaltet habe. Schlimm. Echt. Naja, das. Solcher Gameplay ist da, wo die Kosten halt einmal bringen, ab und zu, wenn du so labe willst. Und irgendwie was im Hintergrund zeigen willst. Und ich finde, da geht es eigentlich ganz gut. Muss jetzt kein 30 oder 68 0 sein oder sowas. Ich meine, das kostet ja eh nicht rein in den Game. Und über was ich so plaudern wollte, ist, dass demnächst, also heute ist der 11.11. Karneval, ole. Spaß. Doch, ist Karneval. Köln, was los? Köln scheiße, ohne Mist. 11.11. Übermorgen ist der 13.11. und da kommt das Game raus, wo ich mich auch schon lange drauf freue. ACU auf Deutsch Assassin's Creed Unity. Und wer es nicht kennt, das ist halt der neue AC-Teil, der Nachfolger für Black Flag und den von der Ichthyosee-Kage. In dem Piratenschiff rumgegaukelt und so, und das ist irgendwie, ich weiß nicht, das war irgendwie nicht das, wo Brotherhood und so alles, und naja, das hat irgendwie gefehlt, ist also auf dem, wie bei Häuser rennen könntest und so, du warst da größtenteils nur auf dem Meer, sag ich jetzt einmal, zumindest ich, muss das ganz machen, und das hat eigentlich irgendwie, das war eigentlich kein AC mehr, das war eher Fluch der Karibik, ohne Mist, Alter, das war irgendwie nicht so das Feeling, wie man es kennt. Und in Unity kommt es, glaube ich, wieder zurück, so was ich in die Reviews sehe oder in die Trailer oder sonstigen. Könnte es wieder in die Richtung gehen, so wie es sein soll. Natürlich ist vieles Neues gemacht worden, die Grafik, die Kampfbewegungen, die Waffen, alles drumherum halt ein wenig aufgehübscht, finde ich gut. Und da werde ich wahrscheinlich auch irgendwas was zeigen. Let's Playen tue ich das auf alle Fälle, nehme ich mal an, nicht. Haha, jetzt hab ich euch getrollt. Spaß. Einmal gucken. Könnte ich rein theoretisch schon machen. Aber. Naja, das ist so beliebt ist. Ich meine, das Spiel. Naja, guckt sich das schon noch an. Ich denke mal, eher, dann mache ich eher GTA. Das ist ein wenig interessanter. Und. Ja, das wäre das nächste Thema: GTA. Kommt ja raus. 5. Am 18. November. In einer Woche, heute in einer Woche. Und das wird auch richtig geil. Vor allem freue mich auch schon ewig drauf. Vor allem. Bist du blöd, Jens? Bist du blöd? Eieiei. Mensch. Die werden nicht hängen, alle. Wie so ein Schallplatten. Vor allem. Egal. Also vor allem. Spaß. GTA, das ist. Ist auch immer. Naja. Das war auf der PS3 schon geil und jetzt bei der PS4 erwarten wir natürlich Ähnliches.
Und mit der Ego-Perspektive und jetzt, wo kommt, die ist ja auch richtig. Ne, ist ja auch einmal jetzt veranschaulich gestaltet. Zumindest jetzt im Spiel. Wie man es dann selber empfindet, müssen wir erst sehen, wenn man es auch spielt. Aber ich denke mal, gut, ich kenne jetzt GTA in der Ego-Perspektive echt nicht. Ich wüsste nicht, die hat es glaube ich noch nie gegeben. Oder täusche ich mich? Ne, hat es noch nie gegeben, denke ich. Das ist vielleicht schon wegen anderes Feeling. Aber ja, wird dann mal Unser Core interessant. ist online. Und das werde ich dann wahrscheinlich jetzt playen. Stand jetzt, ich denk's. Oder was heißt jetzt playen? Ich werde halt. Ich meine, es kennt ja jede die Story. Nachweis bestätigt. Und ich denke, die hat sich auf der PS4 nicht gerade Core verändert. ist online. Und es ist ja auch schon seit langem Hausen für PS3 und ich kennt eh jeder. Das denke ich immer eher, das war, wenn der GTA Online oder so mal gucken wird. Oder so. So Scheiße bauen, keine Ahnung. Was weiß ich. Das ist halt. Ah, einmal so, wenn du im Auto hockst mit dem Musiktitel da und mit der GEMA und das ist alles geschützt. Musst du immer aufpassen, musst du aber mit Radio höchst, dann geht in GTA sogar. Oh mein Gott, das ist ja blöd, echt. Das ist schlimm. Schlimm, schlimm. Und naja, was folgt dann so? Update ACU GTA 5. Vielleicht, ich kann es nicht versprechen, aber vielleicht. Eigentlich bin ich ja so eher CD-Kanal, ne? Ich war eben jetzt auf angefangen. Mit dem Shooter-Zeug. Müssen wir natürlich eigentlich schon beibehalten, ne? Aber das ist einfach so. Du willst nie unbedingt CD zocken, aber irgendwie muss da mal, weil der sonst. Nur FIFA und der Rotz, das ist ja langweilig. Abschuss bestätigt. Und vielleicht bringe ich das ein oder andere Mal noch so ein COD-Gameplay und tue dabei ein wenig labern oder vielleicht ans Live. Mal schauen. Jedenfalls hier ist er gerade geschützt, ne? Und ich glaube, das war das erste Geschütz, wo ich den ganzen Game erreicht habe. Also Höhe wie Drohne war ich ja noch nicht. Also jetzt da. Das Geschütz. Also das ist schon mal. Entweder bin ich schlecht oder das Spiel ist scheiße programmiert. Und was ich da gemacht habe, weiß ich auch nicht so recht. Macht sie fertig. Und genau. Vorräte unterwegs. Jedenfalls wisst ihr dann schon mal den Ablaufplan, was so kommen wird demnächst. Natürlich werde ich auf und zu mal Minecraft wieder kommen oder Wir ich haben die laufe mal jetzt Führung echt viele Projekte und die werde ich halt immer so zeitlich im Gleich halten. Können wahrscheinlich vielleicht mal. Und ja, da ist die Tonspur abgekackt, also jetzt in die Runde, dass ich da irgendwie jetzt völlig wieder drum rumrede. Jedenfalls, das Programm halt in der PS4 Share Factory oder noch so da Bugs und so hat. Jedenfalls waren wir ja bei Projekten, ne? Und ja, da werde ich halt alle aber Ei halten. Hab ich ja schon gesagt, The Last of Us und so Zeug. Ihr seht ja selber, was auf dem Channel ist. Das muss halt alles erfolgreich werden. bezahlen Und dann niemanden mit dem fürs Domi die FIFA Verlieren. nochmal, Beim um es nächsten nochmal Mal wird es auszusprechen. anders werden. Kollege, wir machen das bald fertig, ne? Und das Bestrafungsvideo kommt dann im Nachhinein. Was wir uns überlegen, bleibt geheim, das seht ihr dann wieder. Und in dem Sinne bin ich jetzt einmal raus und ich hoffe, die Tonspur hält. In dem Sinne, haut rein. Grüezi!